Hallöchen Freunde und es geht weiter mit einer neuen Runde Let's Play Need for Speed Most Wanted 2012. So, wir machen eine neue Aufnahme, das heißt neuer Speicherstand, deswegen stehen wir wahrscheinlich wieder an einer anderen Stelle wie vorher. So, und wir haben beim letzten Mal ja das nächste Most Wanted Rennen freigeschalten. Und da werden wir uns jetzt mal auf den Weg hin machen. 7 Kilometer, meine Herren. Na gut, dann können wir ein bisschen unser Auto fahren. So, wir werden uns natürlich wieder, kein bisschen an die Straßenverkehrsregeln halten. Oh. Ein alter Lamborghini Diablo. Ein Lamborghini Countach. Ah, okay. Lass doch den mal ausprobieren. So, wir wollen jetzt natürlich auch Most Wanted. Zack, 6. Zack. 6,8. Dann lass uns doch nochmal den hier nehmen. Probieren wir den einfach mal aus. Und vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir da auch uns noch so ein bisschen angewöhnen hier, den zu fahren, die ersten Kilometer. Oh, der macht vom Handling her, macht er schon mal eigentlich einen ganz guten Eindruck. Allerdings, was haben wir hier? Ach, das ist unser Lancia. Den wollen wir nicht unbedingt fahren jetzt. Allerdings macht er von der Geschwindigkeit her, ja, noch nicht so richtig optimal. Ich weiß nicht, was da bei den, ab dem 200ern kommt, wie schnell er da dann ist. Aber ich bezweifle es irgendwie, dass der hier uns so richtig vom Hocker hauen kann. Weil der ist, wie gesagt, ich hatte jetzt eher gedacht, dass der richtig schnell ist. Dafür ein richtig scheiß Handling hat. Wie das ja meistens bei den Autos so ist. Bei den schnellen. Aber das sieht eigentlich, oh, also es ist nicht wirklich der schnellste Wagen, das ist klar. Aber er lässt sich ganz vernünftig steuern. So, und in 2 Kilometern sind wir auch schon da. So, müssen wir mal ein bisschen bremsen. Ah, wo haben wir denn... Ach, hier musste man gar nicht abfahren. Schade. Das sah mir so auf der Karte so aus, als wenn wir hier jetzt runter müssten. Na gut. Dann geht's wieder in die Röhren. So, den nehmen wir nochmal mit. Klar. So, na gut, dann ist es hier doch richtiger. So, und dann schauen wir gerade mal. Ja, genau. Hier hätten wir runtergemusst. Gut, dann machen wir das mal. Und dann hoffe ich auch nochmal, dass wir hier uns nochmal irgendwie durch so eine Werkstattstation fahren können. Rein der Optik halber. Jawohl, da haben wir sogar eine. Dann nutzen wir die eben auch nochmal kurz. Grün. Ach du Schande. Ich glaube, wir fahren nochmal durch. Oh ja. Das ist zwar ein Lamborghini und kein Ferrari, aber ich glaube, wir können uns trotzdem anmaßen, hier die rote Farbe zu nehmen. So, und dann würde ich sagen, geht es gegen Most Wanted Nummer 6.
Ein McLaren MP4 12C. Das klingt ja schon mal ganz schön böse. Da bin ich mal gespannt, was der so drauf hat. So, hier haben wir wieder eine dramatische Animation. Dramatik, Spannung. Oh, es kann fliegen. Ja, also die Animation, ich weiß auch nicht, aber ja. Ja, das geht auch gut los, Herr Kollege. Zentrale brauchen Verstärkung oder wir sind diese Rase los. Verstanden, es wurden zusätzliche. Wow. Yo. Oh, ich hoffe, wir sind schnell genug. Ja, sieht gut aus. Es verlässt die Fahrt. Achtet auf den Untergrund, damit nichts passiert. So, die Frage ist, wenn der so schnell ist, wie sollen wir den dann überholen? Ich meine, das Rennen geht ja nur 4,5 Kilometer noch. Boah, Kollegen. Aufpassen, da bricht einer nach rechts aus. Hä? Was war das? Oh, da haben wir Glück gehabt. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir wieder rankommen. Zentrale 1044 hält an, das Rennen geht weiter. Ich probiere einen Pit. Ja, probiere mal einen Pit. Also ich glaube, das Auto ist nicht das Richtige für dieses Rennen. Da waren wir in dem Lexus wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben. Aber mal gucken. Noch ist es ja ein bisschen. Alter, was für kranke Schweine. Oh, da sind wir wieder dran. Da vorne ist er. Und noch 500 Meter. Nein. Das wird's wohl gewesen sein. Also, ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal. Also, es ist irre schwer. Wir haben eigentlich nicht viele Fehler gemacht bis zum Ende hin. Das sah eigentlich ganz gut aus, aber der ist einfach, ja, mit doppelt so hoher Geschwindigkeit an uns vorbeigefahren. Das war schon ziemlich extrem. Also, wir versuchen nochmal unser Glück. Gestohlen. Ah, Mist. Da war eine Kante noch. Die war nicht zu sehen. Achtet auf Spurwechsel. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir wieder rankommen. So ein bisschen Handicap muss es doch im Spiel auch geben. Zentrale, wir müssen einen Perimeter zuziehen. Ein C44 hat die Sperre gerammt. So, oder wir hoffen einfach, dass der sich mal in einer Polizeisperre fest. Oha, festfährt. Achso, und die können hier durch ihre Nägel durchfahren, oder was? Ah, der Polizist ist da genau durchs Nagelband durch. Aber mit den Stahlreifen, die sind immun dagegen. Alle Einheiten, Achtung, Verdächtiger zeigt aggressives Verhalten. So, 2,7 Kilometer nur noch. Jetzt müssen wir hoffen, dass der vor uns hier mal einen Fehler macht. Weil ohne kommen wir da nicht mehr ran. Sehr gut. Alle Einheiten, Code 4, 8,
20:19. Ich bin 11:23. So, die haben wir richtig gut gekriegt, die Kurve. Aber das hilft uns auch nicht viel. Nee, der ist schon lange im Tunnel drin. Zentrale, könnt ihr uns Straßensperren organisieren? Wir müssen das Rennen hier stoppen. Nee, also keine Chance. Keine Chance. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem Auto. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Deswegen würde ich auch sagen, probieren wir doch nochmal den Lexus aus. Zentrale, ich wechsle den Kanal und gehe auf Code 3, over. Ja, das war klar. Lassen wir uns mal eben kurz von der Polizei holen. Ja, komm, hier, stellt mich, danke. Verdächtiger verhaftet, wir haben ihn. So, da passiert nämlich, so wie ich mir das sagen lassen habe, passiert da nämlich rein gar nichts, wenn man verhaftet wird. Man verliert auch keine Credits oder sowas. So, und dann würde ich nämlich mal sagen, Wagen, nee, Lenz, Lancia nicht, sondern Lexus. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir sind hier relativ nah an dem nächsten Rennen. Gucken wir mal. So, Most Wanted 6. Ja, 2,1 Kilometer, das passt doch. So, und guckt euch den hier mal an. Der bleibt nicht irgendwie bei 160 stecken, sondern oh, der zieht einfach durch. Hiermit sollten wir auf jeden Fall bessere Chancen haben. So. Und dann geht's mal in die nächste Runde. Versuch Nummer 3. Beziehungsweise, naja, eigentlich zählen die anderen ja nicht. Wie gesagt, da waren wir eigentlich gar nicht so schlecht. Aber der war halt irre schnell. Ich hoffe mal, mit dem Auto haben wir bessere Karten. Wir werden sehen. So, ich muss mal kurz Pause machen, einen Moment. So, Freunde, und es geht weiter. Zentrale, die haben bestimmt eine feste Rennstrecke. Hat jemand eine Ahnung, wo die hinfahren? Oh, Kante. Nehmen wir mal die goldene Mitte. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir da wieder rankommen. Boah, lenkbar ist das Ding nicht wirklich. Gut, hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen auf der Geraden ein bisschen aufholen können. Oh Gott, 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 oh Gott. Scheiß Polizei. Das gilt natürlich nur für das Spiel. Sonst ist die natürlich allseits beliebt. Hust, hust. So. Ach nein.
Na gut, wir sind immer noch schneller als mit dem Lamborghini. Aber Leute, vergesst es. Machen wir nochmal neu, das war jetzt wirklich zu schlecht. So, geben wir uns hier noch einen Versuch. Und dann sollten wir den doch mal knacken können. Gut. Ah, komm schon. Ich hoffe, das gibt extra Punkte für das Überschlagen. Zentrale müssen einen Zahn zulegen, um an den Radar dran zu bleiben. Ah, Junge. Einsatz jetzt im Gelände. Boah, das Ding. Wenn man hiermit so gut lenken könnte wie mit dem Diablo, dann wäre ja. Oder mit dem. Nicht mit dem Diablo, sondern mit dem Lamborghini. Diablo war es ja nicht. Dann wäre alles so schön. Aber das Ding ist halt ein bisschen schneller und dafür halt auch so ein bisschen schwerer zu fahren. Ah, und das sollten wir eigentlich langsam wissen, dass hier in die Krähenfüße bzw. das Nagelband ausliegt. Mist, Mist, Mist. Gut, also, vielleicht brauchen wir auch dieses Melodramatische im Vorwege. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Boah, das Ding kriegst du auch nicht ins Driften. Zumindest nicht nur mit der Bremse, da müssen wir ein bisschen nachhelfen mit der Handbremse. Nein! Ah, Glück gehabt. Verstanden, melde mich wieder. So, ich frage mich, wie der andere da so gut durchkommt. Ich meine, der muss doch auch irgendein Auto weggeschubst haben. Oder halt übers Nagelband gefahren sein. Ah ne, bei dem einen war noch gar keins, ne? Ja, ja, jetzt habe ich es verwechselt. Sind früh eingeschlagen. Aber da vorne haben wir den Kollegen. So, du Sackgesicht. Yes! Das war gut. Also, jetzt zusehen, dass wir hier ein bisschen Luft gewinnen. Jetzt hat der nämlich auch ein bisschen mehr Polizisten am Sack. Boah, Junge. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ja, komm, ey. Das wäre schön, wenn der eine andere Spur fahren würde. So, und jetzt zusehen, dass wir die Röhre treffen. Dann haben wir's. Ach, was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Oh, und der fährt. Da haben wir's quasi geschafft und dann macht er doch nochmal so einen Schlenker nach links und fährt dagegen. Und auch unser Konkurrent fährt da rechts gegen, aber ach, was ein Mist. Ich würde sagen, nächste Folge probieren wir es nochmal und dann werden wir es auch schaffen. Also, bis dann.